Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit dem FC Bayern München. Ja, heute steht der Abschluss des Wintertransfermarktes an. Die Winterpause ist ja bereits vorbei. Heute wollen wir vielleicht noch ein, zwei Spieler verpflichten, mal schauen, was so rausspringt. 10 Stunden haben wir Zeit und ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, ja, was der Tag so bietet. Wir simulieren mal vor und wir kriegen keine Nachricht. Gut, hätte ich mir jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Da muss ich mir ganz kurz ein bisschen was in die Wege leiten, weil wir wollen natürlich nicht zum Schluss dastehen ohne irgendwie neue Spieler. Und zwar werden wir wahrscheinlich diesen Bellerin holen. Ist ein junger Rechtsverteidiger. Und ja, mit 20 Jahren Hector Bellerin. Ich weiß es nicht. Ja, ich will ihn Rechtsverteidiger holen. Allerdings habe ich hier nur Cavachal und Aurier. Die sind natürlich deutlich teurer. Ich weiß es ehrlich gesagt. Die Leute, die müssen ein bisschen verstehen. Wir haben ein überragendes Team. Wirklich überragend. Wir stehen unangefochten an Tabellenplatz 1 und ich soll jetzt irgendwelche Spiele einkaufen. Die tun mir da echt ziemlich schwer. So, wir kriegen auch leider momentan keine Transferangebote rein. Das macht mich ein bisschen traurig. Jetzt eine neue Nachricht. Was haben wir denn auf Lager? Transferangebot von Tom Starke. Würden sie erhöhen und ich würde sagen, wir nehmen es auch an. Tom Starke wechselt damit wahrscheinlich nach Hannover. Ja, was ist denn ja aus Paul Pogba geworden? Aus dem Transfer, das habe ich jetzt gar nicht mal weiter verfolgt. Irgendwie habe ich das voll vergessen. Moment, ich gehe mal ganz kurz auf Gescheiterte. Pogba, wo haben wir denn? Da haben wir. Ah, den könnten wir holen. Aber ich glaube, nee. Pogba ist einfach auch wieder zu OP einfach für Bayern, würde ich jetzt mal sagen. So, weiter geht's. Ein neue Nachricht. Was haben wir denn Schönes? Pogba, der akzeptiert, ja super. Jetzt können wir Laporte holen. Ich glaube, wir werden Laporte holen. Komm, Leute, wir meinen es da nicht viel Tamtam drum. Ich weiß, ihr habt viele Innenverteidiger, aber ich mag Bartstube einfach nicht mehr. Deswegen holen wir Amerik Laporte. So, Weltklasse-Transfer, 40 Millionen Euro. Muss da viel lehnen mal ab. Und ja, damit haben wir einen neuen. Damit können wir mal Nolas auch ablehnen. Und sonst irgendwas. Paul Pogba, wie gesagt, könnten wir uns jetzt gar nicht mehr leisten, deswegen lehnen wir ihn auch ab. Und jetzt schauen wir, dass wir vielleicht noch einen Rechtsverteidiger kriegen. Also, da müssen wir jetzt eh nochmal ganz kurz neu verhandeln, sehe ich gerade. Und dann schauen wir, dass wir vielleicht nur einen Rechtsverteidiger an Land ziehen. Und wie gesagt, wir haben ein überragendes Team. Eigentlich hätte ich gar nichts mehr machen müssen. Aber, ja, ein Transfermarkt, wo man gar nichts holt, das ist immer so ein bitterer Nebengeschmack, finde ich. Und deswegen holen wir jetzt einfach irgendjemand. Besser irgendeiner als gar keinen. Und wie gesagt, so läuft das. Gut, jetzt suchen wir noch einen Rechtsverteidiger. Bellerin könnten wir eigentlich holen. Aurier ist halt auch ziemlich stark. Zimmer ist ja bereits weg. Dann können wir mal Chambers nur anfragen. Und wobei Chambers... Ich würde lieber Bellerin holen wollen. Aurier wäre natürlich auch ziemlich geil, aber... Weiß nicht, sorry. Schwere Entscheidung, echt schwere Entscheidung. Cavachal wäre natürlich auch teuer, aber ich glaube, der gehört zu Real Madrid. Der würde da in Wirklichkeit auch nicht weggehen wollen. Kann mir niemals vorstellen. Der war ja mal bei Bayer Leverkusen. Aber das war lange, lange Zeit her. So, jetzt simulieren wir weiter vor. Gibt es irgendwas Neues? 5 Nachrichten. Vielleicht Transfer für Bartsch, aber das wäre ziemlich geil. Für Morata. Warum für Morata? Nein, Morata wollen wir nicht abgeben. Wie ManU einfach so viele Spieler von uns haben will. So, Gegner von Chambers, ja, wir werden Bellerin holen, komm. Wir holen jetzt, ja, vielleicht sollten wir Aurier nur ein bisschen behaken. Aber ich bin wirklich ganz stark für Bellerin, dass wir ihn holen. Okay, ihn können wir sowieso nicht. Warum hat das jetzt geklappt, obwohl wir es nicht machen können, verstehe jetzt nicht so ganz. So, er will 5000 mehr haben, aber wir werden uns für Bellerin wahrscheinlich entscheiden. Da haben wir zumindest einen jungen Rechtsverteidiger, wie gesagt, die anderen sind alle ziemlich schon alt. Rafinha ist alt, Philipp Lahm ist alt. Spieler verkauft, also Tom Starke hat uns verlassen. Denk jetzt mal, jawohl, Tom Starke ist damals schon mal weg. Und wir simulieren mal weiter nach vorne und sehen, wir kriegen kein Angebot von Bartsch, aber das ist sehr, sehr schade, finde ich. Und ja, jetzt werden wir unseren Rechtsverteidiger holen. Ich würde sagen, jetzt wird Bellerin. Vielleicht werde ich im Sommer einen neuen, besseren verpflichten, aber jetzt holen wir uns erstmal Hector Bellerin und damit können wir den Rest erstmal ablehnen, weil ich weiß nicht, Cavachal gehört einfach zu Real Madrid und diesen Chambers fand jetzt nicht so cool wie Bellerin.
Gut, damit hätten wir es für uns in Transfer. Wir haben dann zwei neue Angebote, zwei neue Nachrichten. Ja klar, jetzt sind Chambers und Aurier auch akzeptiert, aber ist egal. Komm, wir sind zufrieden, so wie es gelaufen ist. Wir haben Laporte, wir haben Bellerin. Viel war am letzten Spieltag eh nicht los. Und am letzten Transfertag und ja. So, dann schauen wir uns doch mal an, den guten Laporte. Ich weiß, viele werden sich jetzt aufregen. Ja, warum hast du jetzt Laporte geholt? Der ist doch so scheiße. Du hast eh so genug Spiele und bla bla bla. Aber mein Gott, es ist halt meine Entscheidung. Und ich finde Laporte besser als Batschuber. Ich werde auch Batschuber wahrscheinlich nicht mehr so oft spielen lassen, weil... Oh, Basuer sind wir jetzt nicht losgeworden. Warum sind wir denn überhaupt nicht losgeworden? Das verstehe ich auch nicht. Mann, ey, jetzt sitzen wir auf dem Ono rum. Gut, der Transfermarkt ist nicht so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber er ist besser gelaufen als schlecht. Ganz geile Metapher. Er ist besser gelaufen als schlecht. Ich liebe mich. So, wir machen mal ganz kurz Training. Dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Mal. Sehen wir dann gleich, wie es weitergeht. Also, bis gleich. So, und da wären wir jetzt auch schon wieder zurück. Ja, lief mal wieder ziemlich gut. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter. Wir haben jetzt eine Pressekonferenz. Und wir könnten Nationaltrainer von der Schweiz werden. Auch interessant. Aber jetzt machen wir erstmal die Pressekonferenz. Wir loben uns FC Bayern für die richtig gute Leistung und ja, Jan Kirchhoff hat verlängert. Ich habe mal nebenbei so die Spieler mal ein bisschen angefragt wegen Vertragsverlängerung. Ja, die Schweiz ist dabei bei der Europameisterschaft und Österreich. Also es ist schon echt ein bisschen komisch, Schweiz und Österreich Angebot. Ich hätte gern Deutschland, muss ich sagen. Deutschland hätte ich echt sehr, sehr gerne. So, Thiago wird ein bisschen mehr verdienen wollen. Da schauen wir doch mal, wie viel Thiago überhaupt so verdient. Den Gehalt kenne ich jetzt leider nicht auswendig. Hätte ich wahrscheinlich sehr, sehr gerne selber. 130, ich denke mal, wird an die 200 haben wollen. Ja, 180, das können wir geben. Ich glaube, er ist es wert. Er ist es wirklich wert. Sehr, sehr starker Spieler beim FC Bayern. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Beim nächsten Mal müssen wir im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Und wenn wir da gewinnen sollten, haben wir 15 Punkte Vorsprung. Und dann können wir wirklich langsam zum Rechnen anfangen. Wann die Meisterschaft drin ist. Aber im nächsten Mal gegen Leverkusen wird es nicht einfach werden. Auf jeden Fall sagen wir an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gegen Leverkusen wieder. Bis dahin, bleibt am Ball und ciao.